Tag, Terranerinnen und Terraner. Willkommen zurück im Sternozean von Jamondi und willkommen zurück auf dem Ponyhof. Es geht um die Folge 15 der Perirodan-Hörspielserie Der Sternenozean. Und was soll ich sagen? Tja, es gibt auch in meinem Umfeld Menschen, die fragen immer, hör mal, was findest du denn eigentlich an Science-Fiction? Dieser ganze Raumschiff-Quatsch, ist das nicht alles ganz schlimme Realitätsflucht? Das hat doch alles nichts, das ist doch alles komisch und was soll das denn überhaupt? Tjaha, sage ich dann immer, eigentlich ist ja die Science-Fiction immer nur ein Abbild der Gegenwart, ein Spiel mit Gedanken, die die Gegenwart prägen. Und wenn man Science-Fiction so sieht, dann ist diese Folge 15, Die Sekte erwacht, eine hochaktuelle Reflexion dessen, was seit einigen Jahren passiert. Und zwar geht es darum, dass ja, also jetzt im Hörspiel, geht es darum, dass die Hyperimpedanz gestiegen ist und deshalb alle höhere Technik zusammenbricht. Auf der Erde herrscht also Chaos. Die Menschen können sich nicht mehr auf die gewohnte Technik verlassen und sind plötzlich auf Techniken zurückgeworfen, die sie eigentlich nicht beherrschen. Und das, was passiert, das verstehen sie nicht wirklich. Es herrscht also allerorten Panik und dann schwingt sich ein Sektenführer auf und verkündet allgemeine Wahrheit und hat die Lösung für alles und salbadert von Erlösung und plant natürlich ein Attentat. Das zum Glück vereitelt wird. Tja, und dann höre ich sowas in der aktuellen Corona-Situation. Ich höre sowas vor dem Hintergrund einer immer komplexer werdenden Welt, vor dem Hintergrund des erstarkenden Populismus, vor dem Hintergrund vieler Begegnungen mit Menschen, die die aktuelle Komplexität der Welt nicht mehr verstehen und nach einfachen Lösungen suchen. Und auch auf irgendwelche Propheten und Populisten reinfallen. Und das ist, diese Folge 15, Die Sekte erwacht, ist für mein Gefühl, in meinen Augen, ist die aktueller denn je. Der Aufstieg des Populismus, eine überforderte und orientierungslose Gesellschaft, die anfällig ist für leichte Wahrheiten. Das ist schon, also diese Folge war schon ein großes Stück Science-Fiction, so wie ich es mag. Das fand ich gut. Erschreckend und gut. Jo. Schön, dass das Attentat verhindert werden konnte. So, ich fahre jetzt mal nach Hause mit dem Anblick dieser beiden Pferde. Und werde mal weiterhören in der Folge 16. Gucken, welche Handlungsebene wir da jetzt wieder auftun. Gehabt euch wohl, Terranerinnen und Terraner. Tschüss.